Hallihallo, Hallöchen, ich bin wieder SnowRunner auf der PlayStation 4 Pro und ja, wir sind immer noch in Wisconsin unterwegs und heute habe ich mir mal hier den fetten LKW geholt, weil ich stecke schon wieder fest. Wir sind in Black Badger Lake unterwegs und müssen da noch eine Brücke reparieren. Jetzt muss ich gerade gucken, jetzt wird sie mir gar nicht angezeigt. Ah, hier hinten, genau. Diese Brücke muss ich noch machen und oder will ich eigentlich machen, aber jetzt stecke ich da mit meinen Stahlträgern fest. Jetzt habe ich mir da den fetten Cat LKW geholt und hoffe, damit ich jetzt damit den da rausziehen kann. Wir haben ja hier an dieser Stelle immer das Problem, damit wir da mit unseren Fahrzeugen feststecken. Aber jetzt gucken wir mal. Das sieht eigentlich nicht viel besser aus. Muss ich sagen. So, muss man kurz die Winde lösen. Gerade noch ein paar Meter vorsetzen und schauen, ob ich jetzt besseren Grip habe hier. Der hat ja hier nicht mal Allrad, der plus Differentialsperre. Gut, bei den fetten Reifen sollte man eigentlich genug Grip haben. So, jetzt sollte das eigentlich wie von selber gehen. Jetzt fahre ich mich hier wahrscheinlich selber fest. Ich habe den Stein gar nicht gesehen vor mir. Der ist aber auch ein bisschen größer. Also leistungsmäßig hat der hier natürlich gar kein Problem. So, aber wir stellen den wieder in die Werkstatt. Dann steht da auch nicht sinnlos da rum. Und wir können den das nächste Mal wieder einsetzen hier. So, abstellen. Wir würden dann trotzdem mit dem hier weiterfahren. So, und jetzt sollte das mehr oder weniger eine leichtere Tour werden, aber das habe ich schon öfters gesagt und dann ist die größte Katastrophe überhaupt passiert. Also wir sind gespannt, ob es was wird oder nicht. Heute sind wir hier mit dem russischen Tiger unterwegs. So, da haben wir schon eine Blattfeder kaputt gemacht. Gucken, ob wir die anderen auch noch hinkriegen.
So. Noch alles easy. Nur ab und zu nach vorne gucken, ich sehe die Steine gar nicht, die sie da hingeworfen haben. Okay, hier ist die Tanke. Da werden wir erstmal noch Treibstoff besorgen. Da noch ein paar Liter Diesel reinkippen. Wow. So, dann gucken wir da. Wir müssen eigentlich hier weiter. Bis darüber. Sieht eigentlich gar nicht so schlimm aus. Aber das kann täuschen. So, und bei mir gibt es einfach die ungeschönten Sachen. Bei mir ist nichts versteckt. Wenn bei mir was schief geht, dann wird das auch gezeigt. Aber wir hatten auch schon mal eine Folge, wo alles komplett richtig gelaufen ist. Nur noch mal sicher gehen, damit die da auch geradeaus muss. Jawohl. So, stecken wir schon fast fest hier. Bei den russischen LKWs ist es so, die haben immer Allrad und immer Differential. Aber die haben eigentlich gar keine Straßen, deswegen müssen die das immer anhaben. So, jetzt bin ich gespannt. Das sieht schon mal ganz schlecht aus. Da müssen wir ein bisschen rudern und gar nicht mit allzu viel Drehzahl, sondern mehr gucken, damit wir da Grip haben. Also gar nicht die Räder da volle Sau durchdrehen lassen.
Er kämpft. Er hat jetzt auch noch nicht die besten Reifen bekommen, müssen wir auch dazu sagen. Ist nicht so, damit er irgendwie stehen bleibt oder so. Er kämpft sich da langsam voran, aber jetzt haben wir da irgendwie... einen Baum angefahren. So, ich versuche mal noch eine Gruppe hochzuschalten. Ja, wird wahrscheinlich auch ohne Winde was werden, habe ich das Gefühl. Warte. Das ist hier. Eben, es ist nicht mehr weit, aber es ist doch manchmal ein bisschen schwieriger. Wo hängt er denn? Irgendwo hängt er nämlich fest, habe ich das Gefühl. Mächtig. Irgendwo an der Wurzel oder ich habe keine Ahnung, ist jedenfalls komplett fest.
schon wieder. Gibt's doch nicht. Ein so ein blödes Loch hier, kommen wir nicht durch. Geht nicht. Was haben wir jetzt? Kein Punkt mehr. So, komm schon, kleiner Russe, wir schaffen es. Jawohl, er gräbt sich da. Perfekt. Okay, wir müssen ihm unbedingt irgendwie so Schlammreifen oder so besorgen. Dann hat er da auch bessere Chancen. Aber wir haben ihn auch schon lange nicht mehr eingesetzt. Jetzt kommen auch noch Steine. Das mag er auch nicht. Er ist viel zu tief. Boah. So, super, fehlt sicher noch irgendwas anderes. Jawohl, Betonplatten. Super. Wo kriegen wir die jetzt her? Da wären Betonplatten. Das könnte eigentlich der hier drüben holen. Das machen wir so. Mal gucken, was steht denn da drüben für einer? Ist der? So, genau. Mit denen hole ich noch Betonplatten. Da könnten wir eigentlich... Gibt es hier einen Weg durch? Naja, nicht so richtig. Aber so ähnlich. Ja, wenn wir es schon irgendwie schaffen. Aber das machen wir dann das nächste Mal. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Und ja, ging eigentlich heute noch mit den Katastrophen. Macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.